Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, wir bauen weiter. Und zwar werden wir uns jetzt mal um unser schönes, ja, verstecktes Lager bzw. Sortiermaschine kümmern. Dazu werden wir uns gleich mal den hier mitnehmen. Die Kiste. Den Rest lassen wir hier, brauchen wir nicht. Und jetzt schon mal gucken, ob hier alles passt. Ja. Der hat noch alles. Ja, passt. Dann werden wir noch mitnehmen. Unten. Falsch. Hier geht's nach unten. Hier hinten die so. Machen wir gleich hier ein bisschen Kohle klauen. Das brauchen wir dann für unseren Zug und so weiter. Noch ein bisschen. Sparen wir uns ein bisschen das nachzuproduzieren. So, in unser System rein. Gut. Wie schaut es hier aus? 8 überall. Ja, das passt. Und zwar werden wir das gleich abbauen, weil das brauchen wir hier eigentlich nicht mehr. So, dich brauchen wir nicht mehr. Die Kiste brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber die lassen wir hier mal stehen. So, wir werden das ja aus der Kiste mit Redbar rausziehen, aus dem gleichen System wie es hier war. Und danach mit Buildcraft weiter verteilen, mit Pipes und so weiter. Also ich möchte das wirklich mal mit ganz altmodischen Mitteln machen. Ich weiß, dass es mit der Blight Energy Stick und so weiter um einiges schneller geht. Ist mir alles klar und verstehe ich auch, wenn es einige jetzt meckern werden, aber ich will das einfach so haben. Und mit der Blight Energy Stick haben wir eh schon viel gebaut. Red Bauer habe ich auch schon ziemlich viel gebaut, beziehungsweise in den anderen Let's Plays. Und jetzt möchte ich wieder mal, ja, nach alten Methoden bauen. Nur mit Weber hier, der braucht Strom, ne? Das ist natürlich doof jetzt. Ich dachte, ich kann einfach die Solarzellen nehmen, kann ich leider nicht. Auch egal, das werden wir schon hinbiegen. Die Kiste hätte ich mit dem, nee. Das passt so. Was wir dann brauchen, sind normale Chests. Oder wir nehmen Eisen-Chests. Davon gleich mal 10 Stück. So. Wir brauchen noch ein paar Pneumatik-Tubes, aber ich glaube, die haben wir doch ein paar haben wir noch. So. Gut. Auf die Schnelle, glaube ich, brauchen wir nichts mehr. Doch, wir brauchen mal einen Fliegenmod hier. So, jemand hat ja gesagt oder geschrieben im Kommentar, ich soll das mit Secret Room machen. Das werden wir auch machen. Wir werden hier vorne eine Reihe von diesen One-Way-Glas reinziehen und hier dann schöne Tür, so unsichtbare Blöcke und so, damit man hier nicht sieht, dass hier wirklich irgendwas reingebaut ist. Ich dachte eventuell, dass wir hier Glas reinmachen, damit man es auch von außen sieht, aber mal gucken, wie wir das genau machen. So, hier habe ich auch schon ein paar Räume gebaut, hier mit doppelter Wand. Warum weiß ich nicht, hat sich eigentlich so ergeben. Könnten wir eigentlich raus, bauen hier die Wand und alles nach hinten verlegen. Na egal. Zwar dachte ich mir, dass wir hier das hinbauen. Hier in die Ecke vor allem mal die Kiste. Hier hin. Dann kommt ein Red River, also ein Dings hier und einer nach unten. Genau. Dann müssen wir die zwei noch verbinden mit Pipes. So und so. Damit die beiden ja connecten hier. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Gut, das schaut gut aus. Schaut gut aus. So, und hier Cobblestone und dich. So. Genau, das scheint zu funktionieren. Das heißt, die Items werden relativ schnell rausgezogen. Hoffe ich halt mal. Energie brauchen die noch. Die nehmen wir von der Seite hier dann. Aber dazu. Boah, denke ich, wird so ein Signal, ne. Das heißt, das kommt so. Und so.
und hier einfach irgendwo hochgelegt und dann. Ja, hier haben wir das Problem, dass wir oben ziemlich hoch haben, die Berge. Ne? Wir sind hier auf 79 und der Berg ist 92, also ja, so schlimm wäre es jetzt auch nicht für Solar, aber ich denke mal, da werden wir uns was anderes überlegen. Nicht Solar, sondern Kinetikenergie. Oder vielleicht, ja, wir bauen ein Windrad, das wäre ja noch was, ne? Aber gucken wir mal andersrum. So, danach kommt das folgendermaßen. Sind die Fackeln hier im Weg? So. Zack, zack, zack. Fackel eins höher setzen hier und hier war das, glaube ich. Und hier ein paar Kisten. Ja. Sollen wir aber jede zweite weg tun, damit das dann später einfach ist. Aber das geht eh dann genau aus, das passt dann eh. So. Das heißt, wir haben vier Kisten. Dann hier, hier, hier und hier. Das heißt, wir machen hier nichts anderes, außer wir machen schon hier über diese Sorting-Maschinen eine Vorsortierung. Sprich, hier zum Beispiel Cobblestone, hier ein paar nur Erze, hier zum Beispiel alles. Was gibt es noch? Grünzeug und hier den Rest. Kurze Vorsortierung, damit wir dann später einfacher haben, weil wir die Items dann besser wegtransportieren können. Und das machen wir ganz einfach hier über Red Bauer. Kostet ja nichts. So haben wir wenigstens alle Systeme ein bisschen ja, miteinander verknüpft. Ist auch nicht schlecht. Und wir müssen jetzt mal nach Hause. Erstens schlafen gehen. Und zweitens müssen wir uns darum kümmern, dass wir mal diesen Kinetikgenerator machen. Ja, und nebenbei wird ihr noch merken, dass ich auf den öffentlichen Server auch wieder spiele und ein Let's Play Together machen mit Klopapier. Der Link zu seinem Kanal und so weiter ist ja dann im Let's Play verlinkt. Der Link zum Kanal ist im Let's Play verlinkt, okay. Komischer Satz. Egal. Ja, wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr ja auch mitspielen. Einfach mal den Forum bewerben. Sind 102 Mods drauf. Also jede Menge, da ist sicher für jeden irgendwas dabei. Kann man ruhig mal vorbeischauen. So, wir brauchen hier. Wie hat das jetzt geheißen? Dieser Diamant. Diamant Warplate. Habe ich sowas? Ne, nicht mehr oder wahrscheinlich irgendwo, weil ich habe ja schon mal öfters die gebraucht, glaube ich. Nur kein Schwein weiß wahrscheinlich, wo die ist. Nö, auch nicht. Matic Pipes. Na gut, dann müssen wir uns das Ganze craften. Zwar brauchen wir hierzu das Diamantplatte und Iron Strips. Och du Kacke. Das sind dann 9 Diamanten, die wir hier brauchen. Weil wir einen Diamantblock brauchen. So, und dann brauchen wir Eisenblöcke auch noch und diese komische Diamantziege, die ich hier gesehen habe. Oder auch nicht. Wo habe ich die gesehen? Vielleicht hier? Da ist sie ja. So, dann schneiden wir das Ganze mal durch. Diamantplatte brauchen wir, ne? Hat's geheißen. Und wir brauchen Eisenblock. So, Block habe ich gesagt. Ja, was kann ich so noch erzählen? Ja, der Server ist jetzt etwas, die Grundstücke sind extrem groß geworden. Man braucht nicht mehr so weit zum Laufen, weil alles mit Mistcraft-Portale funktioniert. Also das ist schon, wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wie wir den Usern das alles erleichtern können, damit sie nicht so weit zu laufen haben und so weiter. So. In der Mitte die Platte und außen das. Also es hat schon was. Der ganze Server, da haben wir uns wirklich viel Gedanken gemacht. War auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange waren wir hier dran? 4 Wochen oder so haben wir uns
darum gekümmert, alles neu aufzubauen. So, wie viel brauchen wir denn jetzt davon? 4, 8 Stück. Und ich denke, das wird gut ankommen, der Server. Wenn auch einige online sein. Der ganze Server läuft wie ein Root-Server, also bis jetzt lagfrei. Ich habe ja schon ein paar Let's Play-Folgen aufgenommen auf den Server. Im Voraus natürlich schon. Um zu testen, ob alles funktioniert und so weiter. Ich denke mal, ab morgen, heute oder morgen dürfen dann auch alle User drauf. Momentan dürfen sie noch nicht drauf, weil wir noch ein bisschen testen. So, wir brauchen noch Iron. Oder die Dinge haben wir ja. Da 12 Stück. So. Weiß jetzt jemand, wie das war? So, glaube ich, ne? Nee. Doch, mit Eisen in der Mitte. Nicht IE, Iron. So, 2 waren es davon. Da waren die 2 so und Eisen. Schon wieder Eisen. Ich brauche, denke ich, nur Eisen oder was? Und Blue Alloy. Da. Das haben wir auch noch. Da können wir uns dann gleich mal ein paar Solarzellen noch machen, wenn wir wollen. Also Press Ingot und das Blue Alloy. Ich hoffe, wir haben noch Press Ingot. Oh, 70 auf alle Fälle, das reicht. Kinetikgenerator. Spitze. Dann brauchen wir noch was, und zwar Batteriebox. Die geht folgendermaßen, wenn ich sie finde hier. Die Batterien Nikolaid, Kupfer, aber die haben, die haben eh noch Batterienboxen. Machen wir gleich alle 4, dann haben wir das hinter uns. Kabel, und wir brauchen noch diesen Fan, oder wie heißt denn der? Fan nicht. Wohin? Da, das brauchen wir. Wir machen den hier. Winterbein. Buddensail. 6 brauchen wir davon, ne? Genau. Er gibt 36. Also 6. Mal 6 ist 36, 36 davon, String und String. Da werden wir ja fast zu wenig String haben dafür. So, und in der Mitte war Sticky. So. Brauchen wir 36 davon. 20 haben wir. Weil uns wahrscheinlich ein Sticky, nehmen wir gleich raus. String ausgegangen ist. Genau. Wie macht man String aus Wolle? Geht das so, oder muss man wie geht denn dieser String? String. Das kann man ja mit diesen, nee, das brauchen wir nicht. Den hier. Und Eisen, okay. Iron. So. Kann man hier reinschubsen. So, den hier. Also Holz und Sticky. Wood. Ah, falsche Wood, ne? Brauchen schon das fertige, die Blanks. Und Sticky. So. Genau, Hakam, oder wie man das auch immer nennen möchte. Dann Wolle. Ein Stack ergibt 8. Wir brauchen 36, sind 16, ergibt genau 36. Oder habe ich mich verzählt? Kann schon sein. So. 16, 36 passt. Und dann bauen wir wieder das andere Rezept, das Wein.
Wind. Den haben wir gesagt. Iron Slapstrip. Iron Slapstrip haben wir nicht, weil wir... So. Iron Slapstrip. Ich glaube so, oder? Genau, 4. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch ein Eisenblock. So, den ganzen Kack hier wieder rein. Säge, wo bist du hier? So, weil wir brauchen davon ja 6 Stück. 8. Nee, das reicht dann immer nicht. Wir brauchen 3. Menno. 3, 4, 6, 9, so genau einer hätte gefehlt. Hätten wir uns, ich glaube, aus denen auch kaufen können, aber egal. Jetzt machen wir das einfach komplett, dann passt das. Dann haben wir die ganze Sache hinter uns. So, dann war das 3x5, ja, es passt eh so. Und die Dinger hier links und rechts. Hä? Okay, dachte ich, können wir das cheaten, ey. Achso, nee, haha, wir sind das da. Ach du Kacke. Stickholz. Das heißt, so, so. Wood. Und ich glaube, oben unten Sticks, oder? Genau. Also, wir craften hier mal die ganze Zeit nur. Natürlich auch jetzt langweilig, aber muss natürlich auch mal sein. Es gehört alles dazu, nicht nur immer die schönen Dinge von Leben. Okay, soll es so sein. So, jetzt haben wir das aber. Und wir brauchen noch Blue Alloy Kabel ein wenig. Das hatten wir hier irgendwo, hier. 17 Stück, ja, 25 reicht. Das heißt, wir werden da mal. Ui. Raufbuddeln. Einfach schnurstracks. Mal hier schauen und hier gerade nach oben. So. Ah, da kommen wir eh auf einen schönen Platz raus. Hier machen wir ein bisschen mehr Platz. So. Weg da den ganzen Kack da. Ja, der haut wieder natürlich voll rein, aber es nehmen wir da auch keinen Platz mehr. So, so. Zack. So. Da kommt hier ein Windrad hin, nachdem wir hier noch den Baum gefällt haben. Der uns hier ein bisschen stört und den auch nochmal. Und den da töten. Runter da mit dir. Wirst du sterben? Geh sterben, Freundchen. Dann kommt folgendermaßen. 1, 2, 3. Ah, Menno. So, genau. Ich kann hier wieder nach unten fliegen. So. Dann da hier, da hier. Und eine unten. So, wieder ausschalten hier. Das heißt, wir haben jetzt oben 3 Bedboxen und eine schließen wir unten an. Damit wir unten ein bisschen besser verteilen können den Strom, wenn wir wollen. So. Hier, yeah, runter, runter. Ist das verbunden, ne? Aber jetzt so. Und dann schließen wir die am besten. Die können wir ja eigentlich. Nee, das geht nicht. Oh, das müsste gehen. Dass wir die einfach hier unten reinstellen. Achso, dann wird ja aber mit den Pipes hier connecten, ne? Hm, blöd. Nee, stellen wir sie oben drauf. Wir werden das sowieso brauchen noch.
Weil wir brauchen ja dann wahrscheinlich eh noch öfters mal so ein bisschen Blue Alloy Energy hier. Dann machen wir einfach hier oben genau den. So, genau hier oben die Batteriebox hin. So. Und fahren wir einfach hier runter. Und jetzt der Kinetikgenerator, das heißt, es wird eigentlich alles nur über Wind angetrieben. Ich bin mal gespannt, ob das so funktionieren wird. So natürlich nicht. Wir müssen den stehend haben, das heißt. So, genau. Schauen, ob das Windrad jetzt reinpasst. Baut das hier auf, ja. So, Windrad ist hier. Jetzt wäre noch gut, wenn ein bisschen Wind wäre, dann würde es sich so aufdrehen und Energie aufladen. Momentan haben wir ziemlich schwachen Wind, wenn der Regler ziemlich hoch ist, hat man ziemlich viel Wind. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Bäume hier zu nahe sind, aber wir sind hier eigentlich relativ hoch, das sollte eigentlich Wind sein. Außer der Wind ist in der Nacht windstill. Aber der Wind sollte hier so richtig durchziehen, der Wind. So. Ah, hier wird wahrscheinlich wieder irgendein Block sein oder so, den ich jetzt nicht sehe. Also dreht sich dann nichts. Das heißt, es wird auch keine Energie erzeugt. Blöderweise, aber warten wir mal. Schauen wir mal, gehen wir mal schlafen und schauen wir mal, wie es am Tag aussieht. Vielleicht wird es da besser. Wenn wir einfach mal pennen gehen. Lalalala. Genau. Schauen wir mal, ob sie was tut hier. Außer der Fuß in der Hose tut hier nichts. Ich disconnecte mal. Und connecte neu, um zu schauen, wo die Blöcke hier waren. Da waren sie. Ich frage mich, warum der jetzt nicht dreht. Wo ist es momentan? Ach ja, jetzt ist noch weniger Wind. Ja, jetzt dreht er sich aber ziemlich langsam. Naja, der kann es auch vor sich hindrehen. Ah, hier ist ein Wabertiebbaum, ne? Ja. So, runter hier mit dir. So. Das heißt, wir müssen aber hier unten eigentlich schon Energie bekommen. Ja, das ist ja schon ziemlich viel hier drin, also ja, funktioniert. Was wir noch machen müssen, ist mal eine Kiste irgendwo aufstellen. Oder zwei, wo wir mal unser ganzes Schotter hier reinhauen. Was wir hier so mit haben, was macht Kupferingot, braucht kein Mensch. Rein da mal, euch rein, das. Damit ich hier einfach mehr Platz habe, mal im Inventar wieder ein bisschen, so. Genau, das Ladzimmer wird hier gleich aufgreifen. Na egal. Hier brauchen wir noch Farben. Das sind Paint. Die Farben machen wir hier einfach so ein Pinsel. So, ein Brusher brauchen wir hier. Und dann so Farbeimer. Flexit. Wie geht der Eimer? Tinblade geht mit Tin und Eisen in Alloy Furnace. Gut. Wir werden mal die Farben dann offline zusammenrichten, damit wir die hier machen können. Dann werde ich nur ein paar Komponenten so zusammenrichten, die wir auch noch brauchen werden, damit wir nächste Folge nicht die ganze Folge craften, sondern wirklich nur noch aufbauen. Wir werden hier alles ein bisschen computergesteuert machen. Hab mir gedacht, ein paar Computerprogramme laufen lassen. Ich schätze mal so 3-4 PCs werden wir brauchen. Ich möchte das nicht alles übereinlaufen, weil ich die Systeme unterschiedlich abschalten will. Oder machen wir alles über ein und mit einem schönen Touchscreen, wo wir manuell alles abschalten können. Mal gucken, wie es macht. Momentan ist zeitlich leider knapp. Deswegen kann ich nicht so viel programmieren. Deswegen ist es einfacher, drei Programme zu schreiben, als für ein komplexes. Aber mal gucken, was es da gibt. Hier müssen wir das auf alle Fälle einstellen. Damit er da eben Items immer automatisch rauszieht, wenn wir hier was reintun. Beispiel Cobblestone. Zieht er ihn automatisch raus.
und müsste dann gleich in der ersten Kiste landen. Genau. Später sind hier die Farben, das heißt zum Beispiel hier kann nur Cobblestone landen. Gut, dann was können wir noch mal gucken? Alles durchchecken, würde ich mal sagen. Vorerst so. Wir haben ja irgendwo Flex gehabt, ne? Das war, ich glaube, jedes Mal gestanden. Das heißt, wir müssen auch Flexit haben. So, unsere schöne große Bauerwand hier. Unsere ganze Crafting-Anlage. Uiuiui. Ich denke, ich werde dann auch in der nächsten Folge wieder eine Map zum Download stellen. Also noch nicht in dieser, sondern erst am nächsten. Oh Leute, was ist denn da los? Hey, Freundchen. Wo sind die ganzen Bohlen her? Wir hatten die Bohlen hier freigelassen. Ach du Kacke, ey. Das ist aber schon heftig, ne? Kommen die ganzen Bohlen hierher. So, dann das da. Da sind auch nur jede Menge Bohlen. Man, ich habe nichts gegen Bohlen, aber so viele brauchen wir auch nicht. Ich weiß, dass das Bohlen sind, aber egal. Dann gucken wir mal. Vielleicht steht unsere Lokomotive wieder irgendwo im Weg oder so. Zack. Gucken wir mal hier rein, was das System sagt. Rot. Rot, rot. Ja, geht noch. Wir haben schon 95 Enderpearl. Okay, okay. Also auch nicht gerade wenig. Der Tank ist auch voll. Öltank. Fast. Fehlt noch ein bisschen. Schätze mal, der Zug ist wieder entgleist oder so. Oder wie schaut das aus mit dem Zug? Hallo Zug, Zug, könntest du mal kommen? Ja, er kommt. Gut, der fährt noch, das passt. Hat hoffentlich hier alles brav ausgeleert, ja. Schaut hier aus, ja, hier noch eine Lokomotive drin, das haben wir hier gleich rein. Der Timer passt. So, dann schauen wir mal hier nochmal nach. Drei Stück. Die Öl können wir rausnehmen, damit wir gleich wieder Öl bekommen. Dann werden wir gleich noch was machen. Wir werden hier gleich die Enderbiene mal rausnehmen. Wo waren die jetzt? Hier. Die Ender Queen, die Ender. Weil ich denke mal, so viel Enderbären, wie wir momentan haben, das sollte reichen. Ich werde mir da hier dann schauen, ein paar andere Bienen noch züchten. Das sind spezielle Enderbienen, das sind die, was wir schon weiter gezüchtet haben. Das sind ja noch die Rohen, also die, was noch das Enderei brauchen, die sind ja schon fertig, die brauchen immer noch Blumen und so. Das passt. Genau, Öl bin hier runter. Ich werde hier mit unserer Superbrüder dann noch ein paar Bienen hinzüchten, die wir gebrauchen können. Oder vielleicht machen wir das zusammen in einer Folge. Na, mal gucken. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr dabei sein wollt, wenn ich hier Bienen züchte oder nicht. Wir werden uns hier einfach zwei Spezien nachzüchten, die wir hier rein tun, die einfach irgendwas Gewisses produzieren, was wir brauchen werden. Was genau, weiß ich noch nicht, aber was gibt's denn eigentlich? Alles kommt, da gibt's ja 100.000 Sachen. Nur mal gucken, was wir da so. Ich werde mir offline mal ein bisschen was überlegen. Elektrium, das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Das wäre eine Elektriumbiene, dann brauchen wir uns kein Elektrium mehr machen. Indigo, ja, Farben, das wäre natürlich, ja. Baron, Future, ja, Uran, das wäre auch nicht schlecht. Wir werden uns sicher mal irgendwann ein AKW bauen, hoffe ich halt. Mal gucken, wie ich Lust dazu habe. AKW ist halt immer so eine Sache. Da habe ich jetzt schon so viele Projekte mit AKW am Laufen gehabt. Mit riesen AKWs, wo alles Mögliche drin ist, alles automatisiert und alles überwacht und so weiter. Hatte ich alle schon gebaut in anderen Let's Plays. Das waren ja, ich glaube, 12 Folgen nur AKW oder so, weil es so enorm groß war, das AKW. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das nochmal antun soll und wirklich so ein großes bauen.
Na, mal gucken. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt in die Kommentare, ob ihr bei den Bienenzüchten dabei sein wollt oder nicht. Oder ob ich das einfach offline machen soll und fertig. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns auf dem öffentlichen Server. Wie gesagt, dort mache ich wieder Let's Plays und so weiter. Bin da öfters online dann. Schaut einfach im Forum vorbei. Bis dann. Ciao, Leute.